Geschätzte Kundinnen und Kunden, liebe Gäste, ich begrüße euch recht herzlich zum traditionellen Neujahrskonzert der Appenzeller Kantonalbank. Im neuen Jahr wünsche ich Ihnen alles Gutes, viel glückliche und schöne sonnige Momente. In dieser speziellen Situation, in der wir jetzt drin sind, können Sie heute leider nicht bei uns hier in der Pfachhülche zu Appenzell sehen. Vermutlich sind Sie daheim in der warmen Stube. Musik hat wie alle Jahr der Danny Moos für uns arrangiert. Und er bietet mit verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern uns sicher wieder ein einmaliges, spezielles Konzert. Machen Sie sich's gemütlich mit einem Glas Wein, mit einem Appenzeller Alpenbetten oder mit einem Quellfrisch. Geniessen Sie es, viel Vergnügen.
Schönen guten Abend, liebe Gäste. Vorweg doch gern zuerst zur Liste vom heutigen Abend. Annika Rast an der Flöte aus dem Tessin, der Claude Hauri am Cello auch aus dem Tessin, der Flaviano Rossi an der Flöte aus Mailand. Und dann haben wir zwei ganz neue Gäste, nämlich den Marco Castiglioni und Marco Mistrangelo aus Milano am Schlagzeug und am Kontrabass. So, vorweg vielleicht, liebe Gäste, Sie wissen ja, wenn das Neujahrskonzert stattfindet, wenn Ihre Hausbank Sie bestellt nach Appenzell, nach Oberegg oder nach Herisau, schneit es meistens fest. Das haben Sie mir jedes Jahr gesagt, wenn wir kommen, dann kommt der Schnee. Und er ist heute gekommen, in rauen Mengen. Wir freuen uns darüber, aber auch nicht zu fest. Wir freuen uns viel mehr, dass wir jetzt Sie dürfen willkommen heißen zu dem traditionellen Neujahrskonzert. Für einmal ganz anders, den Umständen angepasst, aber ganz sicher nicht gestrichen. Das hat sich nämlich der Uri Manser ganz am Anfang auf den Jahreskalender 2021 geschrieben. Er hat damit einem der schönsten Momente im Jahr die Türe für Ideen und Inspiration offen gelassen. Und ich danke für das Vertrauen, ganz besonders in diesem Jahr. Und so findet das Neujahrskonzert von der Appenzeller Kantonalbank in dieser wunderschönen Kirche St. Mauritius in Appenzell statt. Und soll warme, brillante, besinnliche Klänge in Ihnen in die warme Stube bringen. Ja, weltweit sind Neujahrskonzerte haben stattgefunden, andere haben nicht stattgefunden. In Wien war es folgendermaßen: Auf die Frage, ob es bei den Wiener Philharmonikern jemals eine Option war, das in alle Welt ausgestrahlte Neujahrskonzert zu streichen, antwortete im Interview der Geschäftsführer: Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker ist besonders in dieser Zeit ein wichtiges Zeichen in die Welt und die Zukunft und spendet rund um den Planeten Zuversicht, Mut und Hoffnung, dass alles wieder wird wie zuvor. Es war darum nie der Gedanke da, das Wiener Neujahrskonzert 2021 ausfallen zu lassen. Und so freut es nicht nur mich, sondern uns alle da, ganz besonders, dass Ihre Hausbank, liebe Gäste von heute Abend, mit dem gleichen weise und weitsichtige Gedanken mit der musikalischen Traditionsbotschaft 2021 ins Jahr gestartet sind. Wir wünschen Ihnen alle ein erlebnisreiches, gesundes, genussvolles neues Jahr. Und jetzt kommt das nächste Stückchen. Vielleicht... Moment. Ich habe eine kleine Überraschung für alle. Du hast eine Überraschung für alle. Jetzt wird's lustig. Ja. Ja, prendo santo. Aha. Merci. Ja, es gibt ja immer eine Überraschung, liebe Gäste. Jedes Jahr einmal. Was jetzt genau, weiß ich auch nicht. Von meinem Großvater habe ich ein Stück gefunden. Mit alten Instrumenten. Mit alten Instrumenten, also vom Urgroßvater. Ja, aber du hast mir gesagt, du spielst ein Stück. Ja, zusammen. Zusammen? Du musst die Flöten spielen. Ich muss die Flöte spielen. Ja, das habe ich 40 Jahre nicht gemacht. Aber es ist ja eigentlich ein Witz, Flaviano. Es ist nichts, sondern nicht giusto. Weil eigentlich ist es so gewesen, ich habe mal in der Moderation, für Moderation wunderbar die Kirche studiert. Kunstwerk. Und dann ist vorgekommen der Hochaltar aus dem 1622. Spätalterliches Mittelalter ist der für 1000 Gulden gebaut worden vom Bartholomäus Cades. Und das haben wir irgendwie, habe ich dem Flaviano bei einem Nachtessen, eines von diesen vielen, habe ich erzählt von dem, der sagt, 1622, da ist eigentlich ein Ur-Ur-Grossvater von mir ein Komponist gewesen. Und da habe ich gesagt, ja, aber dann kannst du ja vielleicht eine Überraschung machen, als Spass könntest du ein Stück bringen. Und jetzt hast du das Stück da, aber... Vom Salomon Rossi. Vom Salomon Rossi? Ja. Und was machen wir jetzt? Ich brauche das Klavier, oder? Nein, hier sind die Noten. Das ist für mich? Ja. Also mein Flötenlehrer wäre jetzt stolz, oder? Ich habe jetzt 40 Jahre so ein Teil nicht in der Hand gehabt.
Okay, also ein Versuch. Ein Versuch. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Also ich muss sagen, es hätte mir besser gefallen, wenn du die Flöte alleine gespielt hast. Aber gut, wir gehen jetzt wahrscheinlich weiter. Möchtest du noch bleiben für heute? Darf ich das wieder abgeben? So, also jetzt gibt es eine planmäßige Überraschung, vielleicht für Sie, liebe Gäste. Für Sie, liebe Gäste, gibt es eine planmäßige Überraschung. Mit einem jungen Talent, einem Trompeter. Das ist der Niccolò. Er ist ein bisschen schüch, aber wir legen jetzt mal so vor. Und Niccolò, vieni. Ecco, dai, guarda. Che bel applauso, facciamolo al Niccolò. Bel applauso, vieni qua. Das ist der Niccolò. Er ist der Sohn von der Stradivari-Preisträgerin Barbara Giannamea, wo sie auch schon erlebt haben in den Konzerten in Appenzell. Der Niccolò ist 15 Jahre jung. Ich habe zwar gewusst, dass er mit dem Trompetenspielen angefangen hat, aber nicht so genau, wie weit das etwa ist. Und irgendwann im letzten Sommer hat dann Barbara gesagt zu mir, du weißt, der Niccolò ist also gut unterwegs mit der Trompete. Und hat er dann das Instrument vorgeholt und hat etwas gespielt vom Händel, das Allegro. Und dann habe ich gefunden, das gefällt nicht nur mir, das gefällt auch den Gästen am Neujahrskonzert in Appenzell. Und dann habe ich gesagt, wenn du Lust hast, kommst du mit uns und spielst zuerst einmal das Solostück und dann schauen wir, was weiter sonst noch alles an Überraschungen kommt. Georg Friedrich Händel, das Allegro in F-Dur, zusammen mit dem Claude Hauri. Giusto? Allora, hai la nota, tutto a posto? C'è un applauso per Niccolò, facciamo un applauso per Niccolò, dai. Bravo Niccolò. Ja, das Potenzial mit 15 ist sicher da. Wir werden alle noch viel hören von ihm. Das hat übrigens auch der Maestro Paolo Russo gemeint. Er ist nämlich offizieller Trompeter, Solist von heute Abend. Ebenfalls ein herzlicher Applaus für den Paolo, auch schon in Konzert von der Neujahrs Konzert auftreten, zuletzt sicher im
Event mit dem Claude Nicollier, Steps in Space, vor 2 Jahren. Und heute Abend ist er wieder da mit einem jungen Talent. Und spielt jetzt zusammen, cosa suoniamo? Handel, il preludio in Fa maggiore. Che sarebbe questo? Ja, in der Tat. Spezielle Situationen brauchen spezielle Lösungen. Die Absage von unserem Neujahrskonzert war nie eine Option. Im Gegenteil, wir wollten es digital machen, aber nicht nur Musik transportieren, sondern auch schöne Bilder zeigen. Bilder hier von den schönen Pfachwölchen, aber auch von den Künstlerinnen und Künstlern, die sie heute so nah waren, wo nicht einmal an einem Live-Konzert möglich ist. Je länger als die Spezialsituation andauert, umso mehr wächst die Sehnsucht. Die Sehnsucht nach Normalität, die Sehnsucht nach Nähe, sei es in der Familie, in der Verwandtschaft, am Arbeitsplatz, aber auch zu unseren Kundinnen und Kunden. Und so länger als die dauert, umso mehr freuen wir uns auf den Tag X, wenn wir den alles überstanden haben. Ja, geschätzte Damen und Herren, ich bin überzeugt, miteinander, jeder und jede nach der eigenen Möglichkeit, werden wir aus dieser Situation herauskommen. Dazu wünsche ich Ihnen alles Gutes und weiterhin viel Vergnügen bei unserem Neujahrskonzert. Thank you.
Ja, liebe Gäste, es geht weiter mit La Follia von Antonio Vivaldi, auch aus dem 16. Jahrhundert. Das bestens bekannte Werk hat ihre Ursprünge eigentlich in der spanischen Volksmusik aus dem 16. Jahrhundert. Das passt eigentlich auch wieder in die Zeit, wo die Fresken links und rechts da im Altar gemacht worden sind. Um 1625 nämlich. Der Titel La Follia lässt sich am besten auf Deutsch übersetzen mit Übermütigkeit oder Wahnsinn. Und das ist natürlich im musikalischen Sinn gemeint. Und das zeigen uns jetzt auch die beiden virtuosen Flötisten, Annika und Flaviano, begleitet von Claude am Cello und Marco und Marco. Und ich darf da am Flügel weiterspielen. Maestro Rossi, ci farà sentire un pezzo nuovo, lei? Dürfen wir ein neues, schönes Stück hören, Le Basque. Das kennt die ganze Welt, oder? Marais, Marais. Maestri, pronti? Allora. Thank you.
Vielen Dank, Maestro Rossi. Hallo, liebe Gäste. Händel war einst bei einem englischen Lord zum Diner eingeladen. Es war landesweit bekannt, Händel liebte den guten Wein und genoss auch gerne reichlich davon. Der Lord wusste dies und zu Ehren Händels stieg er in den Weinkeller hinunter und brachte einen ausgezeichneten Bordeaux. Er fragte dann Händel, ob ihm der Wein gefalle. Er würde auch sonst noch gerne eine andere Flasche aus dem Keller holen. Händel antwortete, bringen Sie alle hoch, es gibt auch kein Oratorium ohne Chor. Liebe Gäste, und für Sie haben wir nicht nur den Wein, nein, wir haben die Königin von Sheba nach Appenzell bestellt. Arrival of the Queen. Rego. Geschätzte Gäste, die hei in der warmen Stube. Wir Musiker sind uns alle einig. Sie haben uns als lebendiges Publikum gefehlt. Sehr gefehlt. Wir haben uns aber alle Mühe gegeben, dass für Sie ein Konzerterlebnis so live und unterhaltsam wie nur möglich gestaltet worden ist. Und so soll Ihnen auch das virtuelle Konzert vor allem einen schönen Start ins Jahr bringen. Und Sie haben ja vielleicht sogar die Möglichkeit, irgendwann unter einem Jahr wieder einmal das ein oder andere Musikstück aus dem Video anzuschauen. Für das 2022 darf ich Ihnen schon heute versichern, dass ein grandioses Projekt auf Sie wartet. Und dann spätestens sehen wir uns alle wieder in den Kirchen im Appenzellerland. Bis dahin wünschen wir Ihnen alle ein gesundes, beschwingtes und auch ein freies neues Jahr.
einmal mehr ein spezielles Erlebnis. In dieser momentanen Situation geht die Musik direkt ins Herz. Ja, geschätztes Publikum, ich denke, jetzt wäre ich hier dran mit einem wunderschönen Applaus und vermutlich schon gerne mit Standing Ovation. Als kleine Geste habe ich etwas mitgebracht, wo ich den Künstlerinnen und Künstlern mit hingebe. Und ich denke, wenn sie dann da daheim in einer ruhigen Minute geniessen, wäre es noch viel an diesen schönen Moment erinnern. Ja, Sie wissen ja, die Appenzeller Kantonalbank ist die Bank, die Sie gehen weiterempfehlen. Ich zähle auf Sie. Ich könnte so nicht.